Herzlich willkommen zu unserem zweiten Psalmimpuls Zweifel am Zweifel. Heute liest Ulrich Neuse Psalm 133 in einer Übertragung von Diethard Zils. Dass er niederfließt in Aarons Bart, dass er niederfließt zu seines Kleines Saum. Wie Tau des Herrens ist, der niederfällt auf den Zionsberg, den Segen spendet. In einer Welt, wo Menschen über Menschen herrschen, wo viele ohne unfehlbares Über-Ich nicht leben können, wo Hunderttausende sich von der Mode und der Werbung fröhlich dirigieren lassen, wo Rentner sterben und die Nachbarn merken es erst Wochen später, da ist es eine Wohltat, Menschen anzutreffen, die fest entschlossen sind zu herrschaftsfreier Bruderschaft. Sie sind der Zebrastreifen, auf dem man im Gewühl der Großstadt sicher ist. Sie sind die Zigarettenpause mitten in der Hektik. Sie sind die Bibel, die uns Gottes Plan mit dieser Welt erahnen lässt und ihre Hoffnung, scheinbar wieder alle Hoffnung, kann auch für uns der Anlass sein, mit dieser Welt, so wie sie faktisch ist, sich niemals abzufinden. Möge dein Dach nie einfallen, und mögen die, die darunter wohnen, keinen Streit bekommen. Zwischen dich und allem, was dich ängstigt, möge Gott sich stellen. Amen.